Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir haben hier zuletzt den Nix besiegt. Nix, hast du nix, warst du nix, bist du nix, nix, nix. Und ja, jetzt laufen wir mal zurück. Wenn wir denn mal können, genau, hier lang. Und jumpen wir mal hier voll runter, weil wir so cool sind. Und dann öffnen wir nochmal eben die Truhe da hinten und so. Genau, oder versteckte Sachen. Trübe Magiescherbe ist auch schön. Auf dem Weg zurück. Alles werde ich jetzt nicht hier einsammeln. Ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Zurück nach Haxi. Haxi, Maxi. So, da wir jetzt, glaube ich, alles haben. Oh, das sind sehr viele Feinde da hinten. Das muss ja nicht sein. Geht es jetzt hier zurück. In die Balladenbibliothek. Genau, hier hatten wir den Auftrag bekommen. Für das Weiblein die Sachen einzusammeln, die Kerns. Und deswegen bringen wir die jetzt mal zurück. Und sie freut sich schon. Hervorragend. Aber ihr seid ohne den wichtigsten Kern von allen zurückgekehrt. Das ist beunruhigend und doch eine Herausforderung, die warten muss. Zunächst müsst ihr diesen verfluchten Zauber brechen. Wie ihr zweifellos schon bemerkt habt, sind diese Kerns geschützt und werden ihre Geheimnisse nicht preisgeben. Sie werden jedoch eine Ewigkeit Bestand haben, wenn nicht noch länger. Diese Kerns sind wie Wissenssteine und doch etwas Besonderes. Sie sind verzaubert und die einzige Möglichkeit, ihnen ihre Inhalte zu entlocken, besteht darin, den Echostein zu verwenden. Derjenige im Nebenraum ist einer von Harlams frühen Versuchen, aber er sollte funktionieren. Geht und hört euch zwei Ritter und ein Troll an. Findet die Worte, die mich befreien. Okay, was ist denn der Echostein? Er ist ein magischer Schrein, der speziell erschaffen wurde, um die ruhmreichsten Lieder der Feien über Tragödien und die Zeit hinweg zu bewahren. Einen von ihnen findet ihr im Nebenraum. Okay. Auf bald. Ja, dann kümmern wir uns mal darum. Den Stein kennen wir auch schon. Von letztens. Mal gucken. Möge der Stein für alle Zeiten euer Lied singen. Möge sich die Ewigkeit der Zeit an euch erinnern. Lauscht. Lauscht, wie der Echostein sämtliche Balladen in die Erinnerung einbrennt. Oh. Die Schätze von Meropis, zwei Ritter und ein Troll, Teil 1, 2, 3 und 4 und 5. Oha. So höret, wir singen von Meropis, der letzten der Wasserinseln, die nun fort ist. So höret, wir singen von Meropis, Würde war unser Mantel und Mut unser Schild. So höret, wir singen von Meropis. Tod Farara, der sich in nichts als Lügen hüllte. Tod dem Verräter, dessen gieriger Blick auf unsere Pracht fiel. Tod dem einen, der unsere geliebten Schätze stahl und sie vor unseren Augen verbarg. Mögen die Schätze von Meropis überdauern, wenn Berge stürzen und sich Meere erheben, wenn sämtliche Höfe gefallen sind. Oh, möchtest du diese Ballade abspielen? Ja. So. Möge der Stein für alle Zeiten euer Lied singen. So, zwei Ritter und ein Troll, Teil 1. Möge sich die Geschichte von zwei tapferen Seelen wird nun erklingen. Von den Herren Airma und Kret werden wir jetzt singen. Zwei Herzen im Kampf gegen gemeinsame Feinde vereint, wobei der eine stets die Gedanken des anderen zu kennen scheint. Lord Kret, ein Ritter, so kühn und gelassen, er ist Lord Airmas Spiegel und Schatten, es ist kaum zu fassen. Und der noble Airma, er kommt ihm gleich an Macht. Sie sind die Flut und die Ebbe, der Tag und die Nacht. Dies ist die Geschichte, wie sie einen Troll bezwangen, ganz ohne Befehle. Und die Maid von Windemeer, die verdarb seine Seele. Zwei Ritter und ein Troll, Teil 2. Der Troll namens Nix hatte ein unruhiges Herz. Seine Rolle im Leben bereitete ihm Schmerz. Er hasste es, anders als andere zu sein.
und wünschte sich, von seiner Gestalt zu befreien. Zur Maid von Windemeer in seiner Trauer erging, die ihn, den Troll, mit Freuden empfing. Es ist euer Wunsch, ein Mensch zu sein. So flüsterte sie Nix voll Fröhlichkeit ein. Ich gewähre euch euren Wunsch und verwandle euch, denn ich bin es, die es versteht. Ihr seid jetzt ein Mensch, vergesset euer Leid. So lachte sie und nun geht. Ach, jetzt mache ich mir schon fast Gedanken, wer denn jetzt der Nix war, den wir gerade besiegt hatten im letzten Teil. Ist ja schon fast gruselig. Also, wenn der ja doch irgendwie ein Herz hatte und so. Und so kam Nix in ein Dorf ohne Groll, nicht ahnend, dass er war noch immer ein Troll. Er zermalmte den Weg und riss Mauern ein. Kretz und Airmas Schicksal schien düster zu sein. Ihr Kampf mit dem Troll war von Erfolg nicht gekrönt. Doch die weisen Ritter wussten, von wem sie verhöhnt. Die verräterische Maid von Windemeer hat ihre Finger im Spiel. Und Unfrieden zu stiften ist ihr einziges Ziel. Und so sprach Lord Airmer zu seinem Freund ohne Graus: Fordert den Troll zu einem Duell bis zum Tode heraus. Oh, das ist aber spannend, die Geschichte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt will ich natürlich auch wissen, wie es endete. Teil 4. Der Troll, noch unter dem bösen Zauber der Maid, dachte weiterhin, er sei ein Mensch, von seiner wahren Gestalt befreit. Und so wütete er durch das Land voller Glück. Alles war für ihn ein Spielzeug. Er ließ nichts in einem Stück. Lord Airmer näherte sich ihm und sprach: Wenn ihr ein Mensch seid, verhaltet euch danach. Stellt euch uns. Wenn euer Schicksal dies ist, duelliert euch mit uns, damit es niemand vergisst. So kämpften der Troll und die Feien in einer Schlacht. Und, oh weh, nichts war so, wie der Troll hatte gedacht. Dann hatte der Nix doch aber eigentlich... Er wurde doch total veräppelt und dann jetzt haben wir den auch noch getötet. Dabei war er ja eigentlich dann gar nicht so schlimm, oder? Als dann der Sieg ward errungen, sprach Lockret zu Nix, den er bezwungen: Ihr seid ein Troll, mein Freund, macht daraus keinen Hehl. Ihr seid gut, wie ihr seid, ohne Tadel und Fehl. Doch wenn ihr wünscht, euch an die Menschen zu binden, müsst ihr einen besseren Weg für euch finden. Es ist nicht falsch, eurem Traum nachzugehen, doch darf dadurch kein Leid entstehen. Für die Helden der Ehre war der Kampf nun vorbei. Die Geschichte von einem Troll und der Ritter 2. Ach, das war eine schöne Ballade. Die hat mich richtig bewegt jetzt. War richtig schön. Hat mir gut gefallen, die Geschichte. Okay. So, um diese Quest zu verfolgen, die Schätze von Merupis, was sagst du denn jetzt dazu? Ja. Oh! Was? Was? Gegenzauber wirken. Was? Was ist denn los mit dir? Habt ihr die Worte für den Gegenzauber gefunden? Ich brauche mehr Zeit. Ihr seid jetzt ein Mensch. Nun geht, aber ihr seid ohne Fehl. Duelliert euch mit uns. Ach, ich verstehe. Tja, die Worte für den Gegenzauber. Moment, ich brauche mal mehr Zeit. Bitte beeilt euch. Auf bald. Ich werde jetzt hier mal speichern, weil das ist mir sehr wichtig, dass ich das richtig mache. Aber da würden jetzt mehrere Sachen passen, oder? Also ich denke natürlich, dass es das mit ohne Fehl ist. Das wären ja so die letzten Worte. Seid ihr bereit, den Gegenzauber zu sprechen? Ihr seid jetzt ein Mensch und geht, aber ihr seid ohne Fehl. Das würde ich jetzt nehmen. Ich dachte, das sei es gewesen. Offensichtlich nicht. Auf bald. Verderberfluch. Oh nee, das will ich nicht. Dann lade ich lieber nochmal neu. Warum? Komm mal her, du. So, jetzt nochmal hier neu laden. Ich will keinen Fluch haben. Ja? Das nervt nämlich nur. So. Seid ihr bereit, den Gegenzauber zu sprechen? Wenn es das nicht ist, ja. Dann, ihr seid jetzt ein Mensch, nun geht.
ist es, das ist es. Ich hört mir zu und vergesst nicht ein Wort. Was Hallam fürchtete, wird nun eintreten. Aus irgendeinem Grund hofft die Maid von Windermere, die Erzählung mit einer neuen, verdorbenen Magie ändern zu können. Sie ist in diesem Moment im Besitz des wichtigsten Liedes unseres Kanons. Der Held und die Maid. Wenn sich diese Geschichte ändert, sind wir alle in Gefahr. Ihr müsst das Haus der Balladen warnen. Die Zeit läuft ab. Für uns alle. Okay, zwei Ritter und ein Troll. Es ist eine Geschichte darüber, was geschieht, wenn jemand etwas sein möchte, was er nicht ist. In diesem Fall war Nix der Troll das Thema des Liedes. Er war eine abscheuliche, bemitleidenswerte Bestie. Die Maid von Windermere machte sich einen Spaß daraus, Nix mit einem Zauber zu belegen, der ihn glauben ließ, er sei ein gewöhnlicher Mensch. Er versuchte, sich in einem malerischen Dorf der Sterblichen niederzulassen, doch die Katastrophe war unvermeidlich. Als die Ritter Kret und Airmeer dort eintrafen, behandelten sie ihn wie den Menschen, der er sein wollte. Sie forderten Nix zu einem ehrenhaften Duell heraus und erschlugen ihn in einem fairen Kampf. Also mir tut der Troll aber trotzdem irgendwie leid, der Nix. Was soll ich denn machen? Geht und sperrt Wenzen und Hallam auf. Es könnte bereits zu spät sein. Okay. Ich werde über euch singen, meine Liebe. Alles klar. Trotzdem. Ich habe euch befreit. Ja, ich dachte jetzt halt eigentlich, sie ist ohne Fehl, weil das ja zu ihm auch gesagt wurde. Aber dann nicht. So, und bevor ich jetzt hier wieder stundenlang rumrenne, soll ich natürlich hier oben hin. Und da wollen wir auch jetzt mal hin. Genau, und zwar ganz schnell mit Schnellreise. Es geht viel schneller und deswegen heißt es ja auch Schnellreise. Und dann können wir mit Hallam reden, mal gucken, wie begeistert der ist, dass wir das jetzt auch schon wieder geschafft haben mit dem Nix und so. Dann sollten wir das Haus der Balladen, dann sollten wir das mit dem Haus der Balladen sicherlich demnächst geschafft haben, hoffentlich. Hallam, was sagst du? Und wenn ihr das Königreich 10-mal durchsucht, so werdet ihr euren geliebten Wenzen doch nicht finden. Ebenso wenig wie seinen törichten Hof der Zauber. Sie sind mein, genau wie ihr. Träumt von mir, Liebste, denn schon bald werden wir vereint sein. Der Zeitpunkt rückt näher. Das war ja die Uschi, die Maid von Windermere, die war voll hübsch und die ist bestimmt voll böse. Aber die finde ich irgendwie cool. Ach, jetzt ist der, ja gut. Guck mal. Hallam, da bist du ja. Ihr seid wohlauf. Sehr gut. Leider lässt sich dasselbe weder über den König noch über den Hof der Zauber sagen. Die Maid hat sie während meiner Abwesenheit in ihre Gewalt gebracht. Sie alle. Tenwa sagt, die größte aller Balladen, der Held und die Maid, wurde nicht geborgen. Mehr als alles andere muss dieses Lied wiedergefunden werden. Na klar. Ihr habt bislang als unsere Streiterin gehandelt, Zagrel. Werdet ihr auch weiterhin zu uns stehen? Jetzt, wo all unsere Helden fort sind, könntet ihr womöglich unser letztes Licht in der Dunkelheit sein. Na klar, helfe ich. Was ist denn der Held und die Maid? Naja, kann ich mir schon fast denken, aber ich frag mal. In dieser Ballade besiegt König Wenzen die Maid von Windermere ein für allemal. Er gesteht ihr seine Liebe, um sie in seine Arme zu locken. Und das ist für ihn nah genug, um zuzuschlagen. Wenn die Maid unsere Balladen wirklich so verändert, dass sie für sie und ihre Lakaien besser ausgehen, könnte sie auch ihr eigenes Ende umschreiben. Sie könnte es sogar vollständig vermeiden. Erzählt mir von den feinen Cairns. Der Tod ist euch nicht fremd, also müsst ihr es gespürt haben, den Verfall sämtlicher Magie. Ich hatte es schon seit etlichen Zyklen vorhergesehen. Und da ich niemand bin, der einfach zusieht, habe ich mich entschlossen, zu handeln. Gemeinsam mit einer kleinen, fest entschlossenen Gruppe aus Feien, wie auch aus Sterblichen, habe ich begonnen, nach einer Möglichkeit zu suchen, den großen Liedern des Hofs des Sommers Dauerhaftigkeit zu verleihen.
Die Kerns sind das Ergebnis dieser Bemühungen. Sie sind zwar Magie, aber diese Magie wird niemals schwinden. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Im Angesicht der Ungewissheit hat sich eure Loyalität als unerschütterlich erwiesen. Aha. Es ist sinnlos, die Maid von Windermeer bekämpfen zu wollen, solange wir ihre neue Magie nicht verstehen. Und ich kenne nur einen Mann, der Licht in das Dunkel unserer Unwissenheit bringen könnte. Sein Name ist Vater Ether. Er ist ein Mönch und Alchemist und außerdem ein treuer Freund. Ether könnte die Antworten haben, nach denen wir suchen. Okay, wo ist denn Vater Ether? Vater Ether wacht über eine kleine Mission der Almain im Südosten, St. Eadrix. Ihr werdet sie an den Ruinen auf dem Hügel erkennen. Alles klar. Geht. Sucht nach Ether. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Ja, Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Wollte ich auch gar nicht anquatschen eigentlich. Ich laufe mal hier raus. Suchen wir jetzt Ether, den Alchemisten. Ach ja, aber wir haben eine Menge in diesem Part geschafft, auch wenn es manchmal nur Dialoge sind oder Geschichten, die wir uns anhören. Sie alle bilden ja doch ein Konzept irgendwie, was dahinter steht, hinter dieser ganzen Lebensgeschichte, die wir haben, dieser ganzen Welt, wo wir uns befinden. Das erklärt uns ja auch vieles. Ich schätze mal, mit der Schnellreise bin ich wieder schneller, logischerweise. Das ist auch hier, wo wir ihn finden. Dann gehen wir hier doch mal hin. Und bisher fand ich das alles doch sehr spannend. Waren wir hier überhaupt schon mal? Keine Ahnung. Das sieht mir sehr fremd hier aus. Aber anscheinend war ich hier schon mal. Willkommen, meine Liebe. Willkommen. Oh, wie ich wünschte, meine Ohren würden mich täuschen. Es ist also wahr. Der Zweifel in meinem Hinterkopf, der sich mit seinen Klauen nach vorn gearbeitet hat, war berechtigt. Danke. Nun besteht keine Unsicherheit mehr. Geht in Frieden, Kind, und überlasst mich meinen Gebeten. Ach so, der Bruder Holt. Ja, okay. Ich habe nun gerade gedacht, warum habe ich jetzt Geld bekommen? Klar, wir haben jetzt hier gerade mal nebenbei ein Quest gelöst. Und zwar sollte ich für ihn ein Tagebuch besorgen. Und das ist eigentlich doof, dass wir ihm das jetzt gegeben haben. Dann hätte ich nämlich da drinnen noch lesen können. Verdammt. Ach, das ist natürlich blöd. Ein neuer Tag? Das haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Oh, das habe ich dem jetzt einfach gegeben. Ich doofe Nuss. Oder? Haben wir das jetzt noch? Obwohl, blub. Gamenschen, wir haben Tills Sammlung. Und dazu komme ich auch noch. Dazu wollte ich immer noch was an. Zerfetztes Tagebuch? Ist es das? Das habe ich nämlich noch nicht mit euch zusammen gelesen. Und Siegberts Tagebuch, weiß ich nicht, ob ich das mit euch... Und Seidenernte, das hatte ich auch noch nicht mit euch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt ein Tagebuch wiedergeben... Ja, na gut. Dann, habe ich willkommen, ja, meine Liebe. Ist das jetzt halt so? Verdammt. Wollte ich jetzt gar nicht. So ein Tagebuch, die kann man ja auch immer noch schön lesen. Und ich meine, das war der Quest. Ich gehe mal rein und warte mal. Das muss ja hierbei beendet irgendwo stehen. So, ich habe hier nämlich ganz viel schon erledigt. La 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 la, wo ist es denn? Wo ist es denn? Der brutal aggressiv gefahren. Verbrecherwelle, zwei Ballade von Blutgeball, Mönchsbruderbund. Hier. Quest mal zu Bruder Holt zurückgehen. Genau, als ich Bruder Holt das Tagebuch von Bruder Patricks übergab, war er mir sehr dankbar. Zwar hatte Bruder Patrick kein Glück, aber wenigstens weiß sein Freund nun, dass er seine letzten Tage damit verbrachte, seinem Traum zu folgen, indem er Haxi auf der Suche nach verborgenen Schätzen durchstreifte. Also ist die Kurzfassung, was anscheinend in diesem Tagebuch drinnen stand, für den Fall, dass sich noch jemand dafür interessiert. Ja, tut mir jetzt leid, aber ich werde jetzt nicht nochmal neu laden. Ich hoffe, ihr versteht das. Hier haben wir ein Alchemielabor, das ist ja auch interessant. Wo ist denn jetzt der Typ? Der ist bestimmt hier irgendwo oben oder unten. Unten bestimmt. Wo hast du dich verkrochen, mein Lieber? Ich werde dich finden. Dann bist du doch oben. Ja. Bist oben auf dem Dachboden. Oh nein! Oh nein! Mit den Mönchen reden. Oh nein, jetzt liegt der hier und sie sagt gar nichts dazu. Dann können wir auch seine Sachen plündern. Denn jetzt ist er ja eh tot, ne? Dann merkt das ja keiner mehr. Schreibtischschlüssel. Wo ist denn sein Schreibtisch?
Hier. Ich nehme das mal. Oh, schon wieder hier. Bauernhund Dienstag. Dienstag, das will ich haben. Ich will das Buch Dienstag haben. Es hat ein bisschen was von die Sims oder so. Ach, wieder so überlegen hier. Ach, das ist so schwierig. Ich werde das mal offline machen. Das ist ja blöd, dass dem jetzt was... Mann, da komme ich... Ich komme nochmal zurück. Wenn ich... Das mache ich dann offline. Jetzt ist der tot. Ich glaub's nicht. Hier, den können wir jetzt aufschließen. Und da ist Samstag. Ah, oh, dann will ich auf jeden Fall nochmal raus... reinkommen in das... Vielleicht können wir jetzt nochmal mit den Mönchen irgendwie reden. Hallo? Mit dir hier? Soll ich mit dir reden? Hallo, Kind. Hi. Willkommen in St. Eadrix. Ihr seid hier, um Vater Ether zu sprechen, nicht wahr? Der Vater beherbergt häufiger interessante Leute wie euch. Sein Quartier befindet sich im Obergeschoss des Ruhehauses der Mission. Dort verbringt er einen Großteil der Zeit mit seinen Forschungen. Ich persönlich verstehe davon nicht ein einziges Wort. Der Vater Ether wurde ermordet. Wusstest du das schon? Nein, ich wusste, dass sie Streit hatten. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es zu einem Mord kommen könnte. Das ist genug, um einen Mann an seinem Glauben zweifeln zu lassen. Ah, nicht gleich verzweifeln. Wir sind ja noch da. Wer hatte denn einen Streit? Vater Ether und sein Schüler, Bruder Wulf. Sie waren unzertrennlich, wie Vater und Sohn. Es war die gemeinsame Liebe zur Alchemie, die sie zusammengeführt hatte. Aber seit ihrer Arbeit am Dorfbrunnen haben sie sich seltsam, ja, sogar feindselig verhalten. Ich habe noch heute Morgen gesehen, wie Ether Wasser geholt hat. Und jetzt ist er fort. Mitaru beschütze uns alle. Ihr könnt gerne das Ruhehaus untersuchen. Bitte, wenn ihr irgendwie Licht in diese Tragödie bringen könnt, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um euch dabei zu unterstützen. Okay, muss ich auf irgendwas achten? Vater Ether und seine Schüler haben zahlreiche Experimente durchgeführt. Er hatte großes Interesse an der Alchemie und der Magie anderer Völker. Beweise dafür sind überall zu finden. 5 Jahre in den Sümpfen Chlorikons waren genug, um mir meine Lust auf den Krieg auszutreiben. Ich war damals ein ungestümer Junge, der vom rechten Handrücken seines Vaters aufgezogen wurde. Hier bei den anderen habe ich jedoch ein Zuhause gefunden. Alles, wonach wir uns sehnen, ist ein Schimmer des Friedens in dieser unermesslichen Welt. Ich gebe zu, dass die östlichen Lande auf ihre eigene Art wunderschön sind. Wie Dalentat werden die Wälder und Sümpfe dort vom Feenvolk beherrscht, wenn auch auf weitaus düstere Weise. Man sollte Chlorikon gesehen haben, aber ich rate euch, auf das Ende des Krieges zu warten, bevor ihr die Überfahrt dorthin bezahlt. Lebt wohl. So, wir sollen also sein Zimmer tatsächlich auch durchsuchen, dann ist das ja total richtig von mir. Ich werde aber, wie gesagt, nochmal schauen, was ich entsorge und brauche und überhaupt, und wo gehst du hin? Warum gehst du da jetzt rein? Und gehe ich da auch jetzt rein? Warum bist du jetzt hier drinne? Ich soll also hier was rausholen. Na gut, warte, das mache ich nochmal. Irgendwas werden wir doch an Plunder haben. Oder auch nicht haben. Mist. Immer dasselbe hier. Hier, den Stab. Den packe ich mal zu Plunder. Den brauche ich nicht. Die Frostklinge. Die sind natürlich eigentlich vom Schaden her, machen die eigentlich mehr als wir jetzt haben. Vielleicht probiere ich ja demnächst auch mal eine Frostklinge aus. Wäre ja auch mal was Neues noch. Feinklingen, dann packe ich die mal weg. Die machen auch nur 23 Schaden. Und die machen nur 18 Schaden. Das ist auch nicht viel. Dann können die auch weg. So, Sekundäre. Das ist egal. Rüstung vielleicht noch irgendwas. Bauerntunik. Ach so, das ist ja alles nicht viel. Nee, dann packen wir das mal weg. Da hat der Gute natürlich nicht so viel gehabt wie wir. Wir sind ja richtig auf Reisen, wir sammeln eine Menge ein. Die Leute, die kommen ja hier kaum raus. Die haben natürlich nicht so tolle Sachen wie wir. Ist ja klar. So. So, jetzt habe ich hier viel zu viele Schilder eigentlich. 22.
Das war jetzt, glaube ich, nicht schlau. Das war ein Talisman. Muss ich gleich nochmal gucken, ob ich das ausrüste. 27, 37, 27. 6 ist ja wohl ganz schlecht. 27. Mhm. Raffinesse 8, Raffinesse 8. Muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Dann machen wir das mit dem Schreibtisch im nächsten Part und so. Ich werde mal ein bisschen Kram verkaufen und so. Und ja, mal gucken, ob ich zwischenzeitlich jetzt mal nochmal ein bisschen Gemschleifen mache oder sonst was. Wir sehen uns im nächsten Part und mal gucken, was wir dann in seinem Schreibtisch finden und ob wir das Ganze, diesen ganzen Mordfall hier noch auflösen werden. Bis dann!